Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hot Online Farm. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter hier mit dem Füsi, dem Andreas und dem Tiger. Moin. Ich sehe nicht schon wieder unter den Waggon. Da liegt auch noch einer unter dem Waggon. Keiner gesehen. Zu schwer. Ja, schlecht. Müssen wir liegen lassen. Aber da hinten liegen noch 1,280. Ja. Da liegt da auch, hier vorne liegt unter dem zweiten Waggon liegt auch einer drunter. Kleiner. Ja, ich räume das nachher auf, wenn ihr weg seid. Ich hab morgen eine Tour, ey. Ja, seid ihr froh, kannst du endlich zählen lernen. Ja, was? Frisi kann nur die Sachen, aber Frisi kann nur die Sachen machen, wo unter 10 Stück im Laden vorhanden sind. Das ist gemein. Och man. Wo hänge ich jetzt fest? Ah, Erde. Scheiße, ich hab's geschafft. Ich habe übrigens mein Gamescom-Buch jetzt in Kategorien noch eingeteilt. Schwere Beleidigung, leichte Beleidigung und was ich so alleine wegstecken konnte. Leichte Beleidigung. Aber die Rache kommt. Okay. Hab ich Angst. Jetzt der macht mir Angst. Ja, wieder. Die Rache kommt, sagt er. Ja. Da, 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 da. Rache kommt und wird dich zerstören. Hey. Hast du verstanden? Habe ich verstanden. Gut. Mag mich nicht. Das ist auch gar nicht so einfach hier mit der Seemaschine im Wald mal so. Da braucht man ein gewisses Können für, ne? Weiß, wie das weitergeht und ich hab's nicht, aber das kann ich gut mitleben. Boah, Kollege. Ja. Ja, nicht du. Der andere. Oh. Oh, lecker. Was denn du für ein Bezirzungsteil? Naja, das schon. Möbelwagen? Was? Möbelwagen? So. Sag mal doch mal so schön, wenn man nicht das rauskriegt, was man sagen wollte. Ah, ich hab ihn rausgekriegt. Den anderen da hinten werden die da nicht rauskriegen, denke ich. Welchen Dorf kommst du denn? Oder sagen die das hier, wo man den Namen tanzen muss? Möbelwagen. Ach so. Bei uns wird nichts getanzt. So. Was machst du denn da, Friesen? Ich weiß auch noch nicht. Was ist los? Tiger sagte, er sagte irgendwas mit Möbelwagen, wenn man Sätze nicht rausbekommt. Hast du den Möbelwagen oder was? Sagt er gerade. Sagte ich so, wo hast du das denn her? Aus der Schule, wo man den Namen tanzt, wo du herkommst oder was? Sagt er, bei uns wird nicht getanzt. Da sag ich, ach ja, stimmt, geklatscht. Lass dir das nicht gefallen, Tiger. Du, ich habe auch schon ein Buch angefangen auf die Gamescom, also. Als wenn du zur Gamescom kommst, ey, zitterst doch schon vor Angst. Kommst du zur Gamescom? Hast du was geplant, Tiger? Nee. Wenn ich es zeitlich und finanziell einrichten kann, ja. Okay. War hatte ich ja nicht länger mal vor, wieso bisher sind wir nicht so wirklich hingehauen. Na, also ich war vor 2 Jahren auf der Gamescom, da war es so scheiße heiß da drinne. Ja. Vor allen Dingen, es war so voll da drin, wenn du umgefallen wärst, hättest du den Boden nicht berührt. So, mein Fall ist das nicht. So, du musst ja als Normalsterblicher da rein, ne? Ja, ich bin ja nicht so eine hohe Persönlichkeit wie ihr. Jetzt hat der Füße hier die große Schnauze, ey. Ich wollte gerade sagen, dieser Lappen, ey. Hatte kein Ticket, ne? Was irgendwie. Hat durch übelstes Glück noch ein Dings gekriegt, einen Aussteller. Und hat jetzt noch die große Schnauze hier, ne? Weil sich wieder die anderen um ihn gekümmert haben, ey. Das war echt der Glück, ja. Ja. Der kleine Spritzer, ey. Vor allem, den kann er nicht mal richtig lesen, ey, der Bob. Auch nicht. Na. Guck mal, Füsi oder Tiger oder wer auch immer. Ich hab die hier schön zusammengeräumt. Die können wir direkt mit einmal wegsnacken. Yes. Hier ist auch noch einer hier.
Komm, schieb die mal zusammen hier. Ruhig, Brenner, ruhig. Zumachen! Boah, alle mit einmal, Junge! Da ich dir, ey. Auch alle. Sehr geil. Tiger, versuchst du da hinten aufzustellen? Da hinten in den Schlicht noch liegt da nur ein so ein Stamm im Loch. Da hätte ich vergessen. So, hier hinten liegt auch noch einer. Das Lustige ist, dass ich kriege ihn gekrapscht. Was kriegst du? Ich hab ihn raus. Ja, na gut. Ich bin ja da das... mit der blöden Seemaschine nicht reingekommen. Das war ja mein Problem. Komm mal hier hinter, Andreas. Ob man darauf stolz sein kann. Ich weiß, dass da noch was liegt. Hier noch einer und Füße, hier liegt auch noch einer. Hab ja da gerade einen weggenommen. Oh, da gibt's ja gleich wieder Geld, wa? Jetzt gibt's gleich richtig Asche, ja. Vielleicht schaffen wir es ja dann mal zur nächsten Folge runterzukommen von dem kleinen Hof. Keine nächste Folge mehr. Das ist ein guter. Wir müssen aber auch das Hochsilo noch. Weg! Dadurch. Ja, fahr doch schon nur noch auf zwei Rädern. Ehrlich hier, hier wirst du an jeder Ecke weggeschoben. Jo, haben steht wir alles, ne? Da steht er die ganze Zeit hier so im Weg rum, sitzt als erster im Zug, um den Scheiß wegzufahren. Weißt du, kennst du das anders? Mach das doch immer. Ja. Über wen redet ihr gerade? Ach, über den heiligen Bimbam. Den habe ich in der Hose. So, was denn jetzt? Was? Heilig klein ist der, ja. Komm, spann gut in den Hose. Warte! Stopp, stopp. Ich hab sie schon wieder neben der Mühle. Alle drei gleichzeitig. Warte, halt stopp! Ja, weil ich gesehen habe, was du mit den Stämmen machst unterwegs. Ja, ich hatte gerade so kleine. Sind jetzt alle Spanngurte dran? Ja. Sicher? Ja. Gut, ich muss Anlauf nehmen, sonst komme ich nicht hoch. Den einen schiebt er mit da. Los, ab zum Sägewerk. Dort gibt es. Aber ich hatte so ein kleines Déjà-vu gerade, oder? Jetzt fährt er jetzt andersrum im Zug? Ich muss Anlauf nehmen! Jetzt wäre er schon fast andersrum fahren können. Für die Leute, die jetzt gerade so hart gearbeitet haben, hier mit dem Verladen am Sägewerk, gibt es belegte Brötchen. Los, hin! Was soll das heißen, dass ich... Ich habe die ganzen Stämme gefällt und gesägt! Das soll gar nicht heißen. Darfst dir auch eine Schnitte nehmen. Das ist nett. Ich nehme die Abkürzung. Da. Oh, hier gibt's auch frische Cola. Boah, und Monster. Boah. Alle, dass der kein Beifahrerskript hat. Für die ersten zwei, die am Sägewerk ankommen, gibt's sogar noch ein Nacktfoto von Manus Mama. Okay, ich geh mal langsam. Du Spasti, ey. Ihr Spastis, ich korrigiere. Wow. So eine Lappen, ey. Aber Manus zählt ja da nicht mit. Aber warum der jetzt das erste hier ist. Laber nur. Das ist böse, das ist böse. So, alles in den Verkauf oder? Jo, warte mal eben. Haben wir denn hier das Dis da? Pack mal noch bitte wieder ein paar ins Sägewerk rein. Wie viel sind drin? 21% nur noch. Wie viele Stämme? Weißt du, wie viel da reinpassen? Da passen 500.000 Liter rein, ja? Ach so! Spanngurte! Dabei. Warte. Darf nicht. Oh. Ey.
glaube, da sind noch mindestens 100.000 Holz drin. Ja, 108.000 sind noch drin. Achso, im Sägewerk. Naja, in der Palettenproduktion. Sozusagen. So, ich habe das kleine Stückchen noch mitgebracht, was auch lag. Nichts verschwenden hier. Ah, den kurzen noch mitgebracht, sozusagen. Den bringt er immer mit. Du bist so flach, ey. Ah, eine Liebe ist in dem Raum. Er hat wahrhaftig das kleine Stück, was unterm Balkon liegt, bis hierher geschoben, ne? Nein, ich habe es sogar in den Greifer genommen und nein, hier, das was eben unter dem, in den, zwischen den Gleisen so. Da. Hat er bis hierher hingeschoben, aber ich krieg's nicht raus da. Können wir mal den Zug ein bisschen vorfahren? Ja. Ach. Können wir tun. Andreas, gib voll Gas. Hab's raus. Sehr gut. Stopp. Noch ein bisschen. Dass wir gleich noch eine Entgleisung hier haben. Das wäre so krass. Hat ja bis hierher geklappt. Das ist ein Vorteil, geil. Kann gar nicht gehen. Kann ja nicht gehen, der Zug fliegt ja. Du hast ja gerade den Witz dahinter jetzt nicht verstanden, aber gut, okay. So. Manchmal entgleist dir das Niveau in den Folgen. Hast du gesagt oder was? Hab ich gemeint, ja. Ach so. Und der Witz, wann kommt der? Vergiss es. Nächste Woche. Der ist schon reich. Ah, reicht aber auch nicht für den Hof. Ja, nö. Du musst ja die. Kannst aber die 180.000 vom alten ja dazu rechnen, ne? Wie viel kostet der Hof? 500.000. Lol. Also aber wollt ihr denn direkt auf den neuen Hof? Ja, warum willst du denn das nicht? Hast du doch mehr Platz. Naja, ich weiß ja nicht, ob es was gibt, was aktuell, was uns mehr bringen würde. Das ist die Frage. Du hast den Waggon gegrapscht, so jetzt geht's gut. Also, ob es was gibt, was uns zusätzliche Einnahmen generieren würde, das wäre ja interessant. Oder irgendeinen Produktionszweig, den wir erstmal in Betrieb nehmen könnten. Ja, also rein theoretisch. Noch ein Stück. Könntest du den Komposter kaufen, weiter. Weil da kannst du ja auch Stroh reinschmeißen. Stopp. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Idee, der Komposter. Weil du Paletten und so kannst du ja kaufen. Ja. Also okay. Produktionspaletten. Und du brauchst für den Komposter brauchst du auch nur Paletten, du brauchst keine Kartons. Okay. Also von daher wäre schon eine Möglichkeit, ja. Also Paletten produzieren wir ja. Nee, Bretterpaletten produzieren wir. Warum? Lass uns doch die Palettenfabrik kaufen. Na, erstmal müssen wir das nötige Kleingeld dafür haben. Was kostet die? Ja, auch 500.000. Hier kostet alles eine 500.000. Nett. Ja. Hallo, der Spielspaß muss hier im Vordergrund stehen. Kannst du ja nicht mal so eine. Scheiße. Kannst du nicht so eine YouTuber-Version rausbringen? Eine YouTube-Version, einmal gespielt, fertig. Wow. Das wäre aber doch zu einfach. Ja, dann müssen wir die Light-Version wieder spielen. Ja, genau, du musst die Light-Version spielen. Nein, das ist ja alles gut. Aber ich finde, wir sollten halt taktisch klug rangehen und sollten uns halt was holen, was uns wieder neues Geld bringt. Der Hof bringt uns ja kein Geld. Das ist ja eigentlich, der Hof ist eigentlich Luxus. Weil außer Platz und Komfort bringt er uns ja nichts. Na doch, wenn du Tiere hast, bringt er dir auch Geld. Also. Aber Tiere können wir uns eh nicht leisten. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns die Paletten- und Kartonfabrik kaufen. Damit wir irgendeinen Wirtschaftszweig hier im Gang haben. Was brauchen wir, um Kartons zu produzieren? Hackschnitzel und Wasser. Wasser kriegst du ja kostenlos am See. Okay, kriegt man Hackschnitzel irgendwie gemacht? Kriegt man eigentlich ja, problemlos. Mit dem Heizomat. Ja. Außerdem im Sägewerk hier gibt es auch Hackschnitzel als Nebenprodukt. Wollte ich gerade sagen. Okay, also Hackschnitzel haben wir, Wasser haben wir. Das heißt, wir könnten Kartonpaletten zum Beispiel auch im Produkt. Und die könnten wir ja auch verkaufen, soweit ich weiß. Richtig? Ne? Ja, genau. Ja, seht ihr? Können wir ein paar Lager, ein paar verkaufen und dann läuft es. Ja, also mir ist es egal, aber ich finde das ganz egal. Gut. Und dann fangen wir als nächstes an mit Pommes.
Weil ich sag mal, zeigen würde ich schon, also würde ich generell alles hier. Können wir den einen Schatten kriegen, der den runtergeschmissen? Können wir ein bisschen vorfahren, bitte? Ja. Also, ich kann versprechen, in der nächsten Folge können wir uns ein bisschen was leisten. Mache ich jetzt einfach mal. Aber die Frage ist halt, wenn wir jetzt, sag ich mal. Ist das schwer? Ja, ist zu schwer. Noch ein Stück vor, bitte. Okay. Oh. Na, steig ein, du. Gut. Ja, von dem, was wir jetzt haben, geht's noch nicht. Nee, das ist echt problematisch. Ja, das Problem ist hier, Holz musst du eigentlich immer machen. Weil du musst ja irgendwoher die Paletten kriegen, ne? Von daher. Ja gut, aber wenn es einmal läuft, läuft's ja. Ja, natürlich. Du brauchst dann natürlich nachher nicht mehr so viel machen, ist klar. Wir können ja jetzt nochmal, wegen mir können wir auch nochmal eine Fuhre Holz dann reinschmeißen, aber wenn wir noch 100.000 drin haben. Ich weiß nicht, für wie viele Paletten das reicht. Toll, kann man nochmal ein Stück runterfahren. So, der letzte Waggon, oder? Ja. Ja. 170k haben wir jetzt am Start. Reicht das? Weiter. Weiter. Und stopp. Ja, so passt es. Ja, dann. Ne? Jetzt weiß ich auch, warum so lange Züge mit Einweiser fahren. Ja, siehst ja nix. Guck mal, wie viel Holz wir jetzt drin haben. Wenn ich das reinhau. 100, 2000 waren eben drin. So, wenn alles drin ist. Jetzt haben wir 180.000 drin. Dann den Rest noch vorne rein. Ja, nach vorne fahren. Big Gamble. Ja, wenn wir jetzt schon 180.000 drin haben, dann sind wir erstmal safe. Oh, gibt schon ein paar Paletten. Denke ich auch. So, aber meine lieben Freunde, wir machen jetzt erstmal wieder Feierabend an dieser Stelle und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schaltet wieder ein. Bis dahin, tschüss. Ciao. Tschüss.